Patrick Süßkind. Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders. Erschienen im Diogenes Verlag 1985. Erster Teil. Im 18. Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten und abscheulichsten Gestalten dieser an genialen und abscheulichen Gestalten nicht armen Epoche gehörte. Seine Geschichte soll hier erzählt werden. Er hieß Jean-Baptiste Grenouille. Und wenn sein Name im Gegensatz zu den Namen anderer genialer Scheusale wie etwa de Sade, Saint-Just, Fouchouin, Bonaparte und so weiter heute in Vergessenheit geraten ist, so sicher nicht deshalb, weil Grenouille diesen berühmteren Finstermännern an Selbstüberhebung, Menschenverachtung, Immoralität, kurz an Gottlosigkeit nachgestanden hätte, sondern weil sich sein Genie und sein einziger Ehrgeiz auf ein Gebiet beschränkte, welches in der Geschichte keine Spuren hinterlässt. Auf das flüchtige Reich der Gerüche. Zu der Zeit, von der wir reden, herrschte in den Städten ein für uns moderne Menschen kaum vorstellbarer Gestank. Es stanken die Straßen nach Mist, es stanken die Hinterhöfe nach Urin, es stanken die Treppenhäuser nach fauligem Holz und nach Rattendreck, die Küchen nach verdorbenem Kohl und Hammelfett. Die ungelüfteten Stuben stanken nach muffigem Staub, die Schlafzimmer nach fettigen Laken, nach feuchten Federbetten und nach dem stechend süßen Duft der Nachttöpfe. Aus den Kaminen stank es nach Schwefel, aus den Gerbereien stanken die ätzenden Laugen, aus den Schlachthöfen stank das geronnene Blut. Die Menschen stanken nach Schweiß und nach ungewaschenen Kleidern, aus dem Mund stanken sie nach verrotteten Zähnen, aus ihren Mägen nach Zwiebelsaft und an den Körpern, wenn sie nicht mehr ganz jung waren, nach altem Käse und nach saurer Milch und nach Geschwulstkrankheiten. Es stanken die Flüsse, es stanken die Plätze, es stanken die Kirchen, es stank unter den Brücken und in den Palästen. Der Bauer stank wie der Priester, der Handwerksgeselle wie die Meiersfrau, es stank der gesamte Adel, ja sogar der König stank, wie ein Raubtier stank er, und die Königin wie eine alte Ziege, sommers wie winters. Denn der zersetzenden Aktivität der Bakterien war im 18. Jahrhundert noch keine Grenze gesetzt, und so gab es keine menschliche Tätigkeit, keine aufbauende und keine zerstörende, keine Äußerung des aufkeimenden oder verfallenden Lebens, die nicht von Gestank begleitet gewesen wäre. Und natürlich war in Paris der Gestank am größten. Denn Paris war die größte Stadt Frankreichs. Und innerhalb von Paris wiederum gab es einen Ort, an dem der Gestank ganz besonders infernalisch herrschte, zwischen der Rue aux Fers und der Rue de la Ferronnerie, nämlich dem Cimetière des Innocents. 800 Jahre lang hatte man hierher die Toten des Krankenhauses Hotel Dieu und der umliegenden Pfarrgemeinden hergebracht. 800 Jahre lang Tag für Tag die Kadaver zu Dutzenden herbeigekarrt und in lange Gräben geschüttet. 800 Jahre lang in den Grüften und Beinhäusern Knöchelchen auf Knöchelchen geschichtet. Und erst später, am Vorabend der Französischen Revolution, nachdem einige der Leichengräben gefährlich eingestürzt waren und der Gestank der überquellenden Friedhöfe die Anwohner nicht mehr zu bloßen Protesten, sondern zu wahren Aufständen trieb, wurden sie endlich geschlossen und aufgelassen, wurden die Millionen Knochen und Schädel in die Katakomben von Montmartre geschaufelt und man errichtete an seiner Stelle einen Marktplatz für Viktualien. Hier nun, am allerstinkendsten Ort des gesamten Königreichs, wurde am 17. Juli 1738 Jean-Baptiste Grenouille geboren. Es war einer der heißesten Tage des Jahres. Die Hitze lag wie Blei über dem Friedhof und quetschte den nach einer Mischung aus fauligen Melonen und verbranntem Horn riechenden Verwesungsbrodem in die benachbarten Gassen.
Grenouilles Mutter stand, als die Wehen einsetzten, an einer Fischbude in der Rue aux Fers und schuppte Weißlinge, die sie zuvor ausgenommen hatte. Die Fische, angeblich erst am Morgen aus der Seine gezogen, stanken bereits so sehr, dass ihr Geruch den Leichengeruch überdeckte. Grenouilles Mutter aber nahm weder den Fisch noch den Leichengeruch wahr, denn ihre Nase war gegen Gerüche im höchsten Maße abgestumpft. Und außerdem schmerzte ihr Leib, und der Schmerz tötete alle Empfänglichkeit für äußere Sinneseindrücke. Sie wollte nur noch, dass der Schmerz aufhöre. Sie wollte die eklige Geburt so rasch als möglich hinter sich bringen. Es war ihre fünfte. Alle vorhergehenden hatte sie hier an der Fischbude absolviert und alle waren Totgeburten oder Halbtotgeburten gewesen. Denn das blutige Fleisch, das da herauskam, unterschied sich nicht viel von dem Fischgekröse, das da schon lag und lebte auch nicht viel mehr. Und abends wurde alles mitsammen weggeschaufelt und hinübergekarrt zum Friedhof oder hinunter zum Fluss. So sollte es auch heute sein, und Grenouilles Mutter, die noch eine junge Frau war, gerade Mitte 20, die noch ganz hübsch aussah und noch fast alle Zähne im Mund hatte und auf dem Kopf noch etwas Haar und außer der Gicht und der Syphilis und einer leichten Schwindsucht keine ernsthafte Krankheit, die noch hoffte, lange zu leben, vielleicht 5 oder 10 Jahre lang und vielleicht sogar einmal zu heiraten und wirkliche Kinder zu bekommen, als ehrenwerte Frau eines verwitweten Handwerkers oder so. Grenouilles Mutter wünschte, dass alles schon vorüber wäre. Und als die Presswehen einsetzten, hockte sie sich unter ihren Schlachttisch und gebar dort wie schon 4-mal zuvor und nabelte mit dem Fischmesser das neugeborene Ding ab. Dann aber, wegen der Hitze und des Gestanks, den sie als solchen nicht wahrnahm, sondern nur als etwas Unerträgliches, Betäubendes, wie ein Feld von Lilien oder wie ein enges Zimmer, in dem zu viel Narzissen stehen, wurde sie ohnmächtig, kippte zur Seite, fiel unter den Tisch hervor, mitten auf die Straße und blieb dort liegen, das Messer in der Hand. Geschrei, Gerenne, im Kreis steht die glotzende Menge, man holt die Polizei. Immer noch liegt die Frau mit dem Messer in der Hand auf der Straße, langsam kommt sie zu sich. Was ihr geschehen sei? Nichts. Was sie mit dem Messer tue? Nichts. Woher das Blut an ihren Röcken komme? Von den Fischen. Sie steht auf, wirft das Messer weg und geht davon, um sich zu waschen. Da fängt, wider Erwarten, die Geburt unter dem Schlachttisch zu schreien an. Man schaut nach, entdeckt unter einem Schwarm von Fliegen und zwischen Gekröse und abgeschlagenen Fischköpfen das Neugeborene, zerrt es heraus. Von Amts wegen wird es einer Amme gegeben, die Mutter festgenommen. Und weil sie geständig ist und ohne weiteres zugibt, dass sie das Ding bestimmt würde haben verrecken lassen, wie sie es im Übrigen schon mit 4 anderen getan habe, macht man ihr den Prozess, verurteilt sie wegen mehrfachen Kindermords und schlägt ihr ein paar Wochen später auf der Place de Grève den Kopf ab. Das Kind hatte zu diesem Zeitpunkt bereits das 3. Mal die Amme gewechselt. Keine wollte es länger als ein paar Tage behalten. Es sei zu gierig, hieß es, sauge für 2, entziehe den anderen Stillkindern die Milch und damit ihnen, den Ammen, den Lebensunterhalt. Da rentables Stillen bei einem einzigen Säugling unmöglich sei. Der zuständige Polizeioffizier, ein gewisser Lafosse, war die Sache alsbald leid und wollte das Kind schon zur Sammelstelle für Findlinge und Waisen in der äußeren Rue Saint-Antoine bringen lassen, von wo aus täglich Kindertransporte ins staatliche Großfindelheim von Ruhn abgingen. Da nun aber diese Transporte von Lastträgern vermittels Bastkiepen durchgeführt wurden, in welche man aus Rationalitätsgründen bis zu 4 Säuglinge gleichzeitig steckte, da deshalb die Sterberate unterwegs außerordentlich hoch war, da aus diesem Grund die Kiepenträger angehalten waren, nur getaufte Säuglinge zu befördern und nur solche, die mit einem ordnungsgemäßen Transportschein versehen waren, welcher in Ruhen abgestempelt werden musste, da das Kind Grenouille aber weder getauft war noch überhaupt einen Namen besaß, den man ordnungsgemäß in den Transportschein hätte eintragen können, da es ferner seitens der Polizei nicht gut angängig gewesen wäre, ein Kind anonymiter vor den Pforten der Sammelstelle auszusetzen, was allein die Erfüllung der übrigen Formalitäten erübrigt haben würde.
aus einer Reihe von Schwierigkeiten, bürokratischer und verwaltungstechnischer Art also, die sich bei der Abschiebung des Kleinkinds zu ergeben schienen und weil im Übrigen die Zeit drängte, nahm der Polizeioffizier Lafosse von seinem ursprünglichen Entschluss wieder Abstand und gab Anweisung, den Knaben bei irgendeiner kirchlichen Institution gegen Aushändigung einer Quittung abzugeben, damit man ihn dort taufe und über sein weiteres Schicksal entscheide. Im Kloster von Saint-Merry in der Rue Saint-Martin wurde man ihn los. Er erhielt die Taufe und den Namen Jean-Baptiste. Und weil der Prior an diesem Tag gute Laune hatte und seine karikativen Fonds noch nicht erschöpft waren, ließ man das Kind nicht nach Rouen expedieren, sondern auf Kosten des Klosters aufpäppeln. Es wurde zu diesem Behuf einer Amme namens Jean Bussy in der Rue Saint-Denis übergeben, welche bis auf weiteres 3 Francs pro Woche für ihre Bemühungen erhielt. Einige Wochen später stand die Amme Jean Bussy mit einem Henkelkorb in der Hand vor der Pforte des Klosters von Saint-Merry und sagte dem öffentlichen Pater Thérier, einem etwa 50-jährigen, kahlköpfigen, leicht nach Essig riechenden Mönch, »Da!« und stellte den Henkelkorb auf die Schwelle. »Was ist das?« sagte Thérier und beugte sich über den Korb und schnupperte daran, denn er vermutete Essbares. »Der Bastard der Kindermörderin aus der Rue Enfer!« Der Pater kramte mit einem Finger im Henkelkorb herum, bis er das Gesicht des schlafenden Säuglings freigelegt hatte. »Gut schaut er aus. Gut schaut er aus, rosig und wohlgenährt.« »Weil er sich an mir vollgefressen hat. Weil er mich leer gepumpt hat, bis auf die Knochen. Aber damit ist jetzt Schluss. Jetzt könnt ihr ihn selber weiter füttern, mit Ziegenmilch, mit Brei, mit Rübensaft. Er frisst alles, der Bastard.« Pater Thierry war ein gemütlicher Mann. In seine Zuständigkeit fiel die Verwaltung des klösterlichen Karitativfonds, die Verteilung von Geld an Arme und Bedürftige. Und er erwartete, dass man ihm dafür Danke sagte, ihn des Weiteren nicht belästigte. Technische Einzelheiten waren ihm sehr zuwider, denn Einzelheiten bedeuteten immer Schwierigkeiten, und Schwierigkeiten bedeuteten eine Störung seiner Gemütsruhe, und das konnte er gar nicht vertragen. Er ärgerte sich, dass er die Pforte überhaupt geöffnet hatte. Er wünschte, dass diese Person ihren Henkelkorb nähme und nach Hause ginge und ihn in Ruhe ließe mit ihren Säuglingsproblemen. Langsam richtete er sich auf und sog mit einem Atemzug den Duft von Milch und käsiger Schafswolle ein, den die Amme verströmte. Es war ein angenehmer Duft. »Ich verstehe nicht, was du willst. Ich verstehe wirklich nicht, worauf du hinaus willst. Ich kann mir nur vorstellen, dass es diesem Säugling durchaus nicht schaden würde, wenn er noch geraume Zeit an deinen Brüsten läge.« »Ihm nicht«, schnarrte die Amme zurück, »aber mir. 10 Pfund habe ich abgenommen und dabei gegessen für 3. Und wofür? Für 3 Francs in der Woche.« »Ach, ich verstehe«, sagte Thierry fast erleichtert. »Ich bin im Bilde. Es geht also wieder einmal ums Geld.« »Nein«, sagte die Amme. »Doch, es geht immer ums Geld. Wenn an die Pforte geklopft wird, geht's ums Geld. Einmal wünschte ich mir, dass ich öffnete und es stünde ein Mensch da, dem es um etwas anderes ginge. Jemand, der beispielsweise eine kleine Aufmerksamkeit vorbeibrächte. Beispielsweise etwas Obst oder ein paar Nüsse. Es gibt doch im Herbst eine Menge Dinge, die man vorbeibringen könnte. Blumen vielleicht. Oder wenn bloß jemand käme und freundlich sagte, »Gott zum Gruße, Pater Thérier, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.« »Aber das werde ich wohl nie mehr erleben. Wenn es kein Bettler ist, dann ist es ein Händler. Und wenn es kein Händler ist, dann ist es ein Handwerker. Und wenn er keine Almosen will, dann präsentiert er eine Rechnung. Ach, ich kann schon gar nicht mehr auf die Straße gehen. Wenn ich auf die Straße gehe, bin ich nach 3 Schritten umzingelt von Individuen, die Geld wollen.« »Nicht von mir«, sagte die Amme. »Aber ich sage dir eines, du bist nicht die einzige Amme im Sprengel. Es gibt Hunderte von erstklassigen Ziehmüttern, die sich darum reißen werden, diesen entzückenden Säugling für 3 Francs pro Woche an die Brust zu legen oder ihm Brei oder Säfte oder sonstige Nahrungsmittel einzuflößen. Ja, dann gebt ihnen einer von denen. Andererseits ist es nicht gut, ein Kind so herumzuschubsen. Wer weiß, ob es mit einer anderen Milch so gut gedeiht wie mit deiner. Es ist den Duft deiner Brust gewöhnt, musst du wissen, und den Schlag deines Herzens.
Und abermals nahm er einen tiefen Atemzug vom warmen Dunst, den die Amme verströmte, und sagte dann, als er merkte, dass seine Worte keinen Eindruck auf sie gemacht hatten: »Nimm jetzt das Kind mit nach Hause. Ich werde die Sache mit dem Prior besprechen. Ich werde ihm vorschlagen, dir künftig 4 Francs in der Woche zu geben.« »Nein, nein, nein«, sagte die Amme. »Also gut, 5.« »Nein.« »Wie viel verlangst du denn noch?« schrie Therrier sie an. 5 Francs sind ein Haufen Geld für die untergeordnete Aufgabe, ein kleines Kind zu ernähren.« »Ich will überhaupt kein Geld«, sagte die Amme. »Ich will den Bastard aus dem Haus haben.« »Aber warum denn, liebe Frau?« sagte Therrier und fingerte wieder in dem Henkelkorb herum. »Er ist doch ein allerliebstes Kind. Er sieht rosa aus, er schreit nicht, er schläft gut und er ist getauft.« »Er ist vom Teufel besessen!« Rasch zog Thierry seine Finger aus dem Korb. »Unmöglich! Es ist absolut unmöglich, dass ein Säugling vom Teufel besessen ist. Ein Säugling ist kein Mensch, sondern ein Vormensch und besitzt noch keine voll ausgebildete Seele. Infolgedessen ist er für den Teufel uninteressant. Spricht er vielleicht schon? Zuckt es in ihm? Bewegt er Dinge im Zimmer? Geht ein übler Gestank von ihm aus?« »Er riecht überhaupt nicht«, sagte die Amme. »Da hast du es. Das ist ein eindeutiges Zeichen. Wenn er vom Teufel besessen wäre, müsste er stinken.« Und um die Amme zu beruhigen und seinen eigenen Mut unter Beweis zu stellen, hob Therrier den Henkelkorb hoch und hielt ihn sich unter die Nase. »Ich rieche nichts Absonderliches«, sagte er, nachdem er eine Weile geschnuppert hatte. »Wirklich nichts Absonderliches. Mir scheint allerdings, als ob da etwas aus der Windel röche.« Und er hielt ihr den Korb hin, damit sie seinen Eindruck bestätige. »Das meine ich nicht«, sagte die Amme unwirsch und schob den Korb von sich. »Ich meine nicht das, was in der Windel ist. Seine Exkremente riechen wohl. Er selbst, der Bastard selbst, riecht nicht.« »Ja, weil er gesund ist«, rief Therrier. »Weil er gesund ist, deshalb riecht er nicht. Nur kranke Kinder riechen. Das ist doch bekannt. Bekanntlich riecht ein Kind, das Blattern hat, nach Pferdedung. Und eines, welches Scharlachfieber hat, nach alten Äpfeln. Und ein schwindsüchtiges Kind, das riecht nach Zwiebeln. Es ist gesund. Das ist alles, was ihm fehlt. Soll es denn stinken? Stinken denn deine eigenen Kinder?« »Nein«, sagte die Amme, »meine Kinder riechen so, wie Menschenkinder riechen sollten.« Therrier stellte den Henkelkorb vorsichtig auf den Boden zurück, denn er fühlte, wie die ersten Wallungen von Wut über die Widerborstigkeit der Person in ihm aufstiegen. Es war nicht auszuschließen, dass er im Fortgang des Disputes beide Arme zur freieren Gestik benötigte, und er wollte nicht, dass der Säugling dadurch Schaden nähme. Vorerst allerdings verknotete er seine Hände hinter dem Rücken, streckte der Amme seinen spitzen Bauch entgegen und fragte scharf: »Du behauptest also zu wissen, wie ein Menschenkind?« »Das ja immerhin auch. Daran möchte ich erinnern, zumal, wenn es getauft ist, ein Gotteskind ist, zu riechen habe.« »Ja«, sagte die Amme. »Und ferner behauptest du, dass, wenn es röche, wie du meintest, dass es riechen solle, du, die Amme Jean Bussy aus der Rue Saint-Denis, es dann ein Kind des Teufels sei?« Er schwang die linke hinter seinem Rücken hervor und hielt ihr drohend den gebogenen Zeigefinger wie ein Fragezeichen vors Gesicht. Die Amme überlegte. Es war ihr nicht recht, dass das Gespräch mit einem Mal zu einem theologischen Verhör ausartete, bei dem sie nur unterliegen konnte. »Das will ich nicht gesagt haben«, antwortete sie ausweichend. »Ob die Sache etwas mit dem Teufel zu tun hat oder nicht, das müsst ihr selbst entscheiden, Pater Therrier. Dafür bin ich nicht zuständig. Ich weiß nur eins, dass mich vor diesem Säugling graust, weil er nicht riecht, wie Kinder riechen sollen.« »Aha«, sagte Therrier befriedigt und ließ seinen Arm wieder zurückpendeln. »Das mit dem Teufel nehmen wir also wieder zurück. Gut. Aber nun sag mir gefälligst, wie riecht ein Säugling denn, wenn er so riecht, wie du glaubst, dass er riechen sollte, hm?«
Gut riecht er, sagte die Amme. Was heißt gut? Brüllte Theresi an. Gut riecht vieles. Ein bunt Lavendel riecht gut, Suppenfleisch riecht gut, die Gärten von Arabien riechen gut. Wie riecht ein Säugling, will ich wissen. Die Amme zögerte. Sie wusste wohl, wie Säuglinge rochen. Sie wusste es ganz genau. Sie hatte doch schon Dutzende genährt, gepflegt, geschaukelt, geküsst. Sie konnte sie nachts mit der Nase finden, sie trug den Säuglingsgeruch selbst jetzt deutlich in der Nase, aber sie hatte ihn noch nie mit Worten bezeichnet. »Na«, bellte Terrier und knipste ungeduldig an seinen Fingernägeln. »Also«, begann die Arme, »es ist nicht ganz leicht zu sagen, weil sie riechen nicht überall gleich, obwohl sie überall gut riechen. Pater, verstehen Sie, also an den Füßen zum Beispiel, da riechen sie wie ein glatter, warmer Stein. Nein, eher wie Topfen oder wie Butter, wie frische Butter, ja genau, wie frische Butter riechen sie. Und am Körper, da riechen sie wie eine Galette, die man in Milch gelegt hat. Und am Kopf, da oben, hinten auf dem Kopf, wo das Haar den Wirbel macht, da, schauen Sie, Pater, da, wo bei Ihnen nichts mehr ist, und sie tippte Terrier, der über diesen Schwall detaillierter Dummheit für einen Moment sprachlos geworden war und gehorsam den Kopf gesenkt hatte, auf die Glatze. Hier, genau hier, da riechen Sie am besten. Da riechen Sie nach Karamell. Das riecht so süß, so wunderbar, Pater. Sie machen sich keine Vorstellung. Wenn man Sie da gerochen hat, dann liebt man sie, ganz gleich, ob sie die eigenen oder Fremde sind. Und so und nicht anders müssen kleine Kinder riechen. Und wenn sie nicht so riechen, wenn sie da oben gar nicht riechen, noch weniger als kalte Luft, so wie der da, der Bastard, dann... Sie können das erklären, wie Sie wollen, Pater, aber ich... Und sie verschränkte die entschlossenen Arme unter ihrem Busen und warf einen so angeekelten Blick auf den Henkelkorb zu ihren Füßen, als enthielte er Kröten. Ich, Jean Bussy, werde das da nicht mehr zu mir nehmen. Pater Thierry hob langsam den gesenkten Kopf und fuhr sich ein paar Mal mit dem Finger über die Glatze. Als wolle er dort Haare ordnen, legte den Finger wie zufällig unter seine Nase und schnupperte nachdenklich. »Wie Karamell«, fragte er und versuchte, seinen strengen Ton wiederzufinden. »Karamell. Was weißt du von Karamell? Hast du schon mal welches gegessen?« »Nicht direkt«, sagte die Amme. »Aber ich war einmal in einem großen Hotel in der Rue Saint-Honoré und habe zugesehen, wie es gemacht wurde aus geschmolzenem Zucker und Rahm. Es roch so gut, dass ich es nicht mehr vergessen habe.« »Naja, schon recht«, sagte Terrier und entfernte den Finger von der Nase. »Bitte schweige jetzt. Es ist für mich überaus anstrengend, mich weiterhin auf diesem Niveau mit dir zu unterhalten. Ich stelle fest, du weigerst dich, aus welchen Gründen auch immer, den dir anvertrauten Säugling Jean-Baptiste Grenouille weiter zu ernähren und erstattest ihn hiermit seinem provisorischen Vormund, dem Kloster von Saint-Merry, zurück. Ich finde das betrüblich, aber ich kann es wohl nicht ändern. Du bist entlassen.« Damit packte er den Henkelkorb, nahm noch einen Atemzug von dem verwehenden, warmen, wohligen Milchdunst und warf das Tor ins Schloss. Dann ging er in sein Büro. Pater Terrier war ein gebildeter Mann. Er hatte nicht nur Theologie studiert, sondern auch die Philosophen gelesen und beschäftigte sich nebenbei mit Botanik und Alchemie. Er hielt einiges auf die Kraft seines kritischen Geistes. Zwar wäre er nicht so weit gegangen, wie manches taten, die Wunder, die Orakel oder die Wahrheit der Texte der Heiligen Schrift in Frage zu stellen, auch wenn sie streng genommen mit Vernunft allein nicht zu erklären waren, ja, diese sogar oft direkt widersprachen. Von solchen Problemen ließ er lieber seine Finger. Sie waren ihm zu ungemütlich und würden ihn nur in die peinlichste Unsicherheit und Unruhe stürzen, wo man doch, gerade um sich seiner Vernunft zu bedienen, der Sicherheit und der Ruhe bedurfte.
Was er aber aufs Entschiedenste bekämpfte, waren die abergläubischen Vorstellungen des einfachen Volkes. Hexerei und Kartenlesen, Amulettgetrage, böser Blick, Beschwörungen, Vollmond, Hokuspokus und was sie sonst noch alles trieben, es war ja tief deprimierend zu sehen, dass solche heidnischen Gebräuche nach über 1000-jähriger fester Installation der christlichen Religion immer noch nicht ausgerottet waren. Auch die meisten Fälle von sogenannter Teufelsbesessenheit und Satansbündelei erwiesen sich bei näherer Betrachtung als abergläubisches Spektakel. Zwar die Existenz des Satans selbst zu leugnen, seine Macht zu bezweifeln, so weit würde Terrier nicht gehen. Solche Probleme zu entscheiden, die die Grundfesten der Theologie berührten, waren andere Instanzen berufen als ein kleiner, einfacher Mönch. Auf der anderen Seite lag es klar zutage, dass, wenn eine einfältige Person wie jene Amme behauptete, sie habe einen Teufelsspuk entdeckt, der Teufel nie und nimmer seine Hand im Spiel haben konnte. Gerade, dass sie ihn entdeckt zu haben glaubte, war ein sicherer Beweis dafür, dass da nichts Teuflisches zu entdecken war. Denn so dumm stellte sich der Teufel auch wieder nicht an, dass er sich von der Amme Jean Bussy entdecken ließ. Und zwar noch dazu mit der Nase, mit dem primitiven Geruchsorgan, dem niedrigsten der Sinne. Als röche die Hölle nach Schwefel und das Paradies nach Weihrauch und Myrrhe. Schlimmster Aberglaube wie in dunkelster heidnischer Vorzeit, als die Menschen noch wie Tiere lebten, als sie noch keine scharfen Augen besaßen, die Farbe nicht kannten, aber Blut riechen zu können glaubten, meinten, Freund von Feind zu erriechen, von kannibalischen Riesen und Werwölfen gewittert und von Erinnen gerochen zu werden und ihren scheußlichen Göttern stinkende, qualmende Brandopfer brachten. Entsetzlich. Es sieht der Narr mit der Nase. Mehr als mit den Augen und wahrscheinlich musste das Licht der gottgegebenen Vernunft noch 1000 weitere Jahre leuchten, ehe die letzten Reste des primitiven Glaubens verscheucht waren. Ach, und das arme Kind, das unschuldige Wesen, liegt in seinem Korb und schlummert, ahnt von nichts, von den ekligen Verdächtigungen, die gegen es erhoben werden. Du röchest nicht, wie Menschenkinder riechen sollen, wagt diese unverschämte Person zu behaupten. Ja. Was sagen wir denn dazu? Hm? Duzi, 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 duzi. Und er wiegte den Korb sachte auf den Knien, streichelte den Säugling mit dem Finger über den Kopf und sagte von Zeit zu Zeit, duzi, 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 du. Was er für einen auf Kleinkinder zärtlich und beruhigend wirkenden Ausdruck hielt. Nach Karamell sollst du riechen. So ein Unsinn. Duzi, 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 du. Nach einer Weile zog er den Finger zurück, hielt ihn sich unter die Nase, schnupperte, roch aber nichts als das Sauerkraut, das er mittags gegessen hatte. Er zögerte einen Moment, blickte sich um, ob ihn noch niemand beobachtete, hob den Korb empor, senkte seine dicke Nase hinein. Ganz knapp, so dass die dünnen rötlichen Kindshaare seine Nüstern kitzelten, schnoberte er über den Kopf des Säuglings, in der Erwartung, einen Geruch aufzusaugen. Er wusste nicht so recht, wie Säuglinge am Kopf zu riechen hatten. Natürlich nicht nach Karamell. So viel stand fest, denn Karamell war ja geschmolzener Zucker und wie sollte ein Säugling, der bisher nur Milch getrunken hatte, nach geschmolzenem Zucker riechen? Aber nach Milch könnte er riechen, nach Ammenmilch. Aber er roch nicht nach Milch. Nach Haaren konnte er riechen, nach Haut und Haaren und vielleicht noch ein bisschen Kinderschweiß. Und Terrier schnupperte und stellte sich darauf ein, Haut, Haare und ein bisschen Kinderschweiß zu riechen, aber er roch nichts. Beim besten Willen nichts. Wahrscheinlich riecht ein Säugling nicht, dachte er. So wird das sein. Ein Säugling, sofern reinlich gehalten, riecht eben nicht. Genauso wenig, wie er spricht, läuft oder schreibt. Diese Dinge kommen erst mit dem Alter. Streng genommen strömt der Mensch sogar erst Duft aus, wenn er pubertiert. So ist das und nicht anders. Schreibt nicht schon Horaz. Es
böckelt der Jüngling, es duftet erblühend die Jungfrau wie eine weiße Narzisse. Und die Römer, die verstanden etwas davon. Der Menschenduft ist immer ein fleischlicher Duft, also ein sündiger Duft. Wie sollte also ein Säugling, der doch noch nicht einmal im Traume die fleischliche Sünde kennt, riechen? Wie sollte er riechen? Hm? Duzi, 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 duzi. Gar nicht. Er hatte den Korb wieder auf die Knie gestellt und hutschte ihn sachte. Das Kind schlief noch immer fest. Seine rechte Faust schaute unter der Decke hervor, klein und rot, und zuckte manchmal rührend gegen die Wange. Terrier lächelte und kam sich plötzlich sehr gemütlich vor. Für einen Moment gestattete er sich den fantastischen Gedanken, er selbst sei der Vater des Kindes. Er wäre kein Mönch geworden, sondern ein normaler Bürger, ein rechtschaffener Handwerker vielleicht, hätte ein Weib genommen, ein warmes, wollig und milchig duftendes Weib und hätte mit ihr einen Sohn gezeugt und hutschte ihn nun hier auf seinen eigenen Knien, sein eigenes Kind. Duzi, 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 du. Es war ihm wohl bei diesem Gedanken. Der Gedanke hatte etwas so Ordentliches. Ein Vater hutscht seinen Sohn auf den Knien, duzi, du. Es war ein Bild so alt wie die Welt und immer ein neues und richtiges Bild, solange die Welt bestand. Ach ja. Es wurde Terrier ein bisschen warm ums Herz und sentimental im Gemüt. Da erwachte das Kind. Es erwachte zuerst mit der Nase. Die winzige Nase bewegte sich. Sie zog sich nach oben und schnupperte. Sie sog die Luft ein und schnaubte sie in kurzen Stößen aus, wie bei einem unvollkommenen Niesen. Dann rümpfte sich die Nase und das Kind tat die Augen auf. Die Augen waren von unbestimmter Farbe, zwischen Austerngrau und Opalweiß cremig, von einer Art schleimigem Schleier überzogen und offenbar noch nicht sehr gut zum Sehen geeignet. Terrier hatte den Eindruck, dass sie ihn gar nicht gewahrten, anders als die Nase. Während die matten Augen des Kindes ins Unbestimmte schielten, schien die Nase ein bestimmtes Ziel zu fixieren, und Terrier hatte das sehr sonderbare Gefühl, als sei dieses Ziel er, seine Person. Terrier selbst. Die winzigen Nasenflügel und die zwei winzigen Löcher mitten im Gesicht des Kindes blähten sich wie eine aufgehende Blüte. Oder eher wie die Näpfe jener kleinen, fleischfressenden Pflanzen, die man im botanischen Garten des Königs hielt. Und wie von diesen schien ein unheimlicher Sog von ihnen auszugehen. Es war Terrier, als sehe ihn das Kind mit seinen Nüstern, als sehe es ihn scharf und prüfend an. Durchdringender, als man es mit Augen könnte, als verschlänge es etwas mit seiner Nase, das von ihm, Terrier, ausging und das er nicht zurückhalten und nicht verbergen konnte. Das geruchlose Kind roch ihn schamlos ab. So war es. Es witterte ihn aus. Und er kam sich mit einem Mal stinkend vor, nach Schweiß und Essig, nach Sauerkraut und ungewaschenen Kleidern. Er kam sich nackt und hässlich vor, wie begafft von jemandem, der seinerseits nichts von sich preisgab. Selbst durch seine Haut schien es hindurch zu riechen, in sein Innerstes hinein. Die zartesten Gefühle, die schmutzigsten Gedanken lagen bloß vor dieser gierigen kleinen Nase, die noch gar keine rechte Nase war, sondern nur ein Stups, ein sich ständig kräuselndes und blähendes und bebendes, winziges, löchriges Organ. Terrier schauderte. Er ekelte sich. Er verzog nun seinerseits die Nase wie vor etwas Übelriechendem, mit dem er nichts zu tun haben wollte. Vorbei der anheimelnde Gedanke, es handle sich ums eigene Fleisch und Blut. Zerstoben, das sentimentale Idyll von Vater und Sohn und duftender Mutter, wie weggerissen der gemütlich umhüllende Gedankenschleier, den er sich um das Kind und sich selbst zurechtfantasiert hatte, ein fremdes,
kaltes Wesen lag auf seinen Knien, ein feindseliges Animal, und wenn er nicht ein so besonnener und von Gottesfurcht und rationaler Einsicht geleiteter Charakter gewesen wäre, so hätte er es in einem Anflug von Ekel wie eine Spinne von sich geschleudert. Mit einem Ruck stand Terrier auf und setzte den Korb auf den Tisch. Er wollte das Ding loshaben, möglichst schnell, möglichst gleich, möglichst sofort. Und da begann es zu schreien. Es kniff die Augen zusammen, riss seinen roten Schlund auf und kreischte so widerwärtig schrill, dass Terrier das Blut in den Adern erstarrte. Er schüttelte den Korb mit ausgestreckter Hand und schrie »Duzi, duzi, 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 du«, um das Kind zum Schweigen zu bringen, aber es brüllte nur noch lauter und wurde ganz blau im Gesicht und sah aus, als wolle es vor Brüllen zerplatzen. »Weg damit«, dachte Terrier, »augenblicklich weg mit diesem Teufel«, wollte er sagen und riss sich zusammen und verkniff es sich. »Weg mit diesem Unhold, mit diesem unerträglichen Kind, aber wohin?« Er kannte ein Dutzend Ammen- und Waisenhäuser im Quartier, aber das war ihm zu nah, zu dicht auf der Haut war ihm das. Weiter weg musste das Ding, so weit, dass man's nicht hören konnte, so weit, dass man's ihm nicht jede Stunde wieder vor die Tür stellen konnte. Nach Möglichkeit musste es in einen anderen Sprengel. Ans andere Ufer noch besser, am allerbesten extramuros, in den Faubourg Saint-Antoine. Ja, das war's. Dahin kam der schreiende Balg, weit nach Osten, jenseits der Bastille, wo man nachts die Tore schloss. Und er raffte seine Soutane und ergriff den brüllenden Korb und rannte davon, rannte durch das Gassengewirr zur Rue de Faubourg Saint-Antoine, die Seine hinauf nach Osten, zur Stadt hinaus weit, weit hinaus bis zur Rue de Caronne, und diese fast bis zum Ende, wo er in der Nähe des Klosters de Madeleine de Trenelle die Adresse einer gewissen Madame Gaillard kannte, welche Kostkinder jeglichen Alters und jeglicher Art aufnahm, solange nur jemand dafür zahlte. Und dort gab er das immer noch schreiende Kind ab, zahlte für ein Jahr im Voraus und floh zurück in die Stadt, warf im Kloster angekommen seine Kleider wie etwas Beflecktes ab, wusch sich von Kopf bis Fuß und kroch in seine Kammer ins Bett, wo er viele Kreuze schlug, lange betete und endlich und erleichtert einschlief. Madame Gaillard, obwohl noch keine 30 Jahre alt, hatte das Leben schon hinter sich. Äußerlich sah sie so alt aus, wie es ihrem wirklichen Alter entsprach, und zugleich doppelt und dreimal und hundertmal so alt, nämlich wie die Mumie eines Mädchens. Innerlich aber war sie längst tot. Als Kind hatte sie von ihrem Vater einen Schlag mit dem Feuerhaken über die Stirn bekommen, knapp oberhalb der Nasenwurzel, und seither den Geruchssinn verloren und jedes Gefühl für menschliche Wärme und menschliche Kälte und überhaupt jede Leidenschaft. Zärtlichkeit war ihr mit diesem einen Schlag ebenso fremd geworden wie Abscheu, Freude, so fremd wie Verzweiflung. Sie empfand nichts, als sie später einen Mann beschlief, und ebenso nichts, als sie ihre Kinder gebar. Sie trauerte nicht über die, die ihr starben, und freute sich nicht an denen, die ihr blieben. Als ihr Mann sie prügelte, zuckte sie nicht, und sie verspürte keine Erleichterung, als er im Hotel Dieu an der Cholera starb. Die zwei einzigen Sensationen, die sie kannte, waren eine ganz leichte Gemütsverdüsterung, wenn die monatliche Migräne nahte, und eine ganz leichte Gemütsaufhellung, wenn die Migräne wieder wich. Sonst spürte diese abgestorbene Frau nichts. Auf der anderen Seite, oder vielleicht gerade wegen ihrer vollkommenen Emotionslosigkeit, besaß Madame Gaillard einen gnadenlosen Ordnungs- und Gerechtigkeitssinn. Sie bevorzugte keines der ihr anvertrauten Kinder und benachteiligte keines. Sie verabreichte drei Mahlzeiten am Tag und keinen kleinsten Happen mehr. Sie windelte die Kleinen dreimal am Tag und nur bis zum zweiten Geburtstag. Wer danach noch in die Hose schiss, erhielt eine vorwurfsvolle Ohrfeige und eine Mahlzeit weniger. Exakt die Hälfte des Kostgelds verwandte sie für die Zöglinge, exakt die Hälfte behielt sie für sich. Sie versuchte in billigen Zeiten nicht, ihren Gewinn zu erhöhen, aber sie legte in harten Zeiten nicht einen einzigen Sol zu, auch nicht, wenn es auf Leben und Tod ging. Das Geschäft hätte sich sonst für sie nicht mehr gelohnt. Sie brauchte das Geld. Sie hatte sich das ganz genau ausgerechnet. Im Alter wollte sie sich eine Rente kaufen und darüber hinaus noch so viel besitzen, dass sie es sich leisten konnte, zu Hause zu sterben und nicht im Hotel Dieu zu verrecken wie ihr Mann. Sein Tod selbst hatte sie kalt gelassen, aber ihr grauste vor diesem öffentlichen, gemeinsamen Sterben,
mit Hunderten von fremden Menschen. Sie wollte sich einen privaten Tod leisten und dazu brauchte sie die volle Marge an von Kostgeld. Zwar, es gab Winter, da starben ihr von den 2 Dutzend kleinen Pensionären 3 oder 4, doch damit lag sie immer noch erheblich besser als die meisten anderen privaten Ziehmütter und übertraf die großen staatlichen oder kirchlichen Findelhäuser, deren Verlustquote oft 9/10 betrug, bei weitem. Es gab ja auch viel Ersatz. Paris produzierte im Jahr über 10.000 neue Findelkinder, Bastarde und Waisen. So ließ sich mancher Ausfall verschmerzen. Für den kleinen Grenouille war das Etablissement der Madame Gaillard ein Segen. Wahrscheinlich hätte er nirgendwo anders überleben können. Hier aber, bei dieser seelenarmen Frau, gedieh er. Er besaß eine zähe Konstitution. Wer wie er die eigene Geburt im Abfall überlebt hatte, ließ sich nicht mehr so leicht aus der Welt bugsieren. Er konnte tagelang wässrige Suppen essen, er kam mit der dünnsten Milch aus, vertrug das faulste Gemüse und verdorbenes Fleisch. Im Verlauf seiner Kindheit überlebte er die Masern, die Ruhr, die Windpocken, die Cholera, einen 6-Meter-Sturz in einen Brunnen und die Verbrühung der Brust mit kochendem Wasser. Zwar trug er Narben davon und Schrunde und Grind und einen leicht verkrüppelten Fuß, der ihn hatschen machte, aber er lebte. Er war zäh wie ein resistentes Bakterium und genügsam wie ein Zeck, der still auf einem Baum sitzt und von einem winzigen Blutströpfchen lebt, das er vor Jahren erbeutet hat. Ein minimales Quantum an Nahrung und Kleidung braucht er für seinen Körper. Für seine Seele braucht er nichts. Geborgenheit, Zuwendung, Zärtlichkeit, Liebe oder wie die ganzen Dinge eben hießen, deren ein Kind angeblich bedurfte, all dies war dem Kinde Grenouille völlig entbehrlich. Vielmehr, so scheint uns, hatte er sich selbst entbehrlich gemacht, um überhaupt leben zu können, von Anfang an. Der Schrei nach seiner Geburt, der Schrei unter dem Schlachttisch hervor, mit dem er sich in Erinnerung und seine Mutter aufs Schafott gebracht hatte, war kein instinktiver Schrei nach Mitleid und Liebe gewesen. Es war ein wohlerwogener, fast möchte man sagen, ein reiflich erwogener Schrei gewesen, mit dem sich das Neugeborene gegen die Liebe und dennoch für das Leben entschieden hatte. Unter den obwaltenden Umständen war dieses ja auch nur ohne jene möglich und hätte das Kind beides erfordert, so wäre es zweifellos alsbald elend zugrunde gegangen. Es hätte damals allerdings auch die zweite ihm offenstehende Möglichkeit ergreifen und schweigen und den Weg von der Geburt zum Tode ohne den Umweg über das Leben wählen können. Und es hätte damit der Welt und sich selbst eine Menge Unheil erspart. Um aber so bescheiden abzutreten, hätte es eines Mindestmaßes an eingeborener Freundlichkeit bedurft. Und die besaß Grenouille nicht. Er war von Beginn an ein Scheusal. Er entschied sich für das Leben aus reinem Trotz und aus reiner Boshaftigkeit. Selbstverständlich entschied er sich nicht, wie ein erwachsener Mensch sich entscheidet, der seine mehr oder weniger große Vernunft und Erfahrung gebraucht, um zwischen verschiedenen Optionen zu wählen. Aber er entschied sich doch vegetativ, so wie eine weggeworfene Bohne entscheidet, ob sie nun keimen soll oder ob sie es besser bleiben lässt. Oder wie jener Zeck auf dem Baum, dem doch das Leben nichts anderes zu bieten hat als ein immerwährendes Überwintern. Der kleine hässliche Zeck, der seinen bleigrauen Körper zur Kugel formt, um der Außenwelt die geringstmögliche Fläche zu bieten. Der seine Haut glatt und derb macht, um nichts zu verströmen, kein bisschen von sich hinaus zu transpirieren, der Zeck, der sich extra klein und unansehnlich macht, damit niemand ihn sehe und zertrete, der einsame Zeck, der in sich versammelt auf seinem Baume hockt, blind, taub und stumm und nur wittert, jahrelang wittert, meilenweit das Blut vorüberwandernder Tiere, die er aus eigener Kraft niemals erreichen wird. Der Zeck könnte sich fallen lassen. Er könnte sich auf den Boden des Waldes fallen lassen, mit seinen 6 winzigen Beinchen ein paar Millimeter dahin und dorthin kriechen, um sich unters Laub zum Sterben zu legen. Es wäre nicht schade um ihn, weiß Gott nicht. Aber der Zeck, bockig, stur und eklig, bleibt hocken und lebt und wartet. Wartet, bis ihn der höchst unwahrscheinliche Zufall das Blut in Gestalt eines Tieres direkt unter den Baum treibt. Und dann,
und dann erst gibt er seine Zurückhaltung auf, lässt sich fallen und krallt und bohrt und beißt sich in das fremde Fleisch. So ein Zeck war das Kind Grenouille. Es lebte in sich selbst verkapselt und wartete auf bessere Zeiten. An die Welt gab es nichts ab als seinen Kot. Kein Lächeln, keinen Schrei, keinen Glanz des Auges, nicht einmal einen eigenen Duft. Jede andere Frau hätte dieses monströse Kind verstoßen. Nicht so Madame Gaillard. Sie roch ja nicht, dass es nicht roch, und sie erwartete keine seelische Regung von ihm, weil ihre eigene Seele versiegelt war. Die anderen Kinder dagegen spürten sofort, was es mit Grenouille auf sich hatte. Vom ersten Tag an war ihnen der Neue unheimlich. Sie mieden die Kiste, in der er lag, und rückten auf ihren Schlafgestellen enger zusammen, als wäre es kälter geworden im Zimmer. Die Jüngeren schrien manchmal des Nachts, ihnen war, als zöge ein Windzug durch die Kammer. Andere träumten, es nehme ihnen etwas den Atem. Einmal taten sich die Älteren zusammen, um ihn zu ersticken. Sie häuften Lumpen und Decken und Stroh auf sein Gesicht und beschwerten das Ganze mit Ziegeln. Als Madame Gaillard ihn am nächsten Morgen ausgrub, war er zerknautscht und zerdrückt und blau, aber nicht tot. Sie versuchten es noch ein paar Mal, vergebens, ihn direkt zu erwürgen, am Hals, mit eigenen Händen oder ihm Mund oder Nase zu verstopfen, was eine sicherere Methode gewesen wäre, das wagten sie nicht. Sie wollten ihn nicht berühren, sie ekelten sich vor ihm wie vor einer dicken Spinne, die man nicht mit eigener Hand zerquetschen will. Als er größer wurde, gaben sie die Mordanschläge auf. Sie hatten wohl eingesehen, dass er nicht zu vernichten war. Stattdessen gingen sie ihm aus dem Weg, liefen davon, hüteten sich in jedem Fall vor Berührung. Sie hassten ihn nicht. Sie waren auch nicht eifersüchtig oder futterneidisch auf ihn. Für solche Gefühle hätte es im Hause Gaillard nicht den geringsten Anlass gegeben. Es störte sie ganz einfach, dass er da war. Sie konnten ihn nicht riechen. Sie hatten Angst vor ihm. Dabei besaß er, objektiv gesehen, gar nichts Angsteinflößendes. Er war, als er heranwuchs, nicht besonders groß, nicht stark, zwar hässlich, aber nicht so extrem hässlich, dass man vor ihm hätte erschrecken müssen. Er war nicht aggressiv, nicht link, nicht hinterhältig, er provozierte nicht. Er hielt sich lieber abseits. Auch seine Intelligenz schien alles andere als fürchterlich zu sein. Erst mit 3 Jahren begann er auf 2 Beinen zu stehen. Sein erstes Wort sprach er mit 4. Es war das Wort Fische, das in einem Moment plötzlicher Erregung aus ihm hervorbrach wie ein Echo, als von ferne ein Fischverkäufer die Rue de Caron heraufkam und seine Ware ausschrie. Die nächsten Wörter, deren er sich entäußerte, waren Pelargonie, Ziegenstall, Wirsing und Jacques Couleur. Letzteres der Name eines Gärtnergehilfen des nahegelegenen Stifts des Filles de la Croix, der bei Madame Gaillard gelegentlich gröbere und gröbste Arbeiten verrichtete und sich dadurch auszeichnete, dass er sich im Leben noch kein einziges Mal gewaschen hatte. Mit den Zeitwörtern, den Adjektiven und Füllwörtern hatte er es weniger, bis auf Ja und Nein. Die er übrigens sehr spät zum ersten Mal aussprach, gab er nur Hauptwörter, ja eigentlich nur Eigennamen von konkreten Dingen, Pflanzen, Tieren und Menschen von sich. Und auch nur dann, wenn ihm diese Dinge, Pflanzen, Tiere oder Menschen, unversehens geruchlich überwältigten. In der Märzsonne, auf einem Stapel Buchenscheite sitzend, die in der Wärme knackten, war es, dass er zum ersten Mal das Wort Holz aussprach. Er hatte 100-mal zuvor schon Holz gesehen, das Wort schon 100-mal gehört. Er verstand es auch, war er doch im Winter oft hinausgeschickt worden, um Holz zu holen. Aber der Gegenstand Holz war ihm nie interessant genug vorgekommen, dass er sich die Mühe gegeben hätte, seinen Namen auszusprechen. Das geschah erst an jenem Märztag, als er auf dem Stapel saß. Der Stapel war wie eine Bank an der Südseite des Schuppens von Madame Gaillard unter einem überhängenden Dach aufgeschichtet. Brenzlig süß rochen die obersten Scheite, moosig duftete es aus der Tiefe des Stapels herauf, und von der Fichtenwand des Schuppens fiel in der Wärme bröseliger Harzduft ab.
Grenouille saß mit ausgestreckten Beinen auf dem Stapel, den Rücken gegen die Schuppenwand gelehnt, er hatte die Augen geschlossen und rührte sich nicht. Er sah nichts, er hörte und spürte nichts. Er roch nur den Duft des Holzes, der um ihn herum aufstieg und sich unter dem Dach wie unter einer Haube fing. Er trank diesen Duft. Er ertrank darin, imprägnierte sich damit bis in die letzte innerste Pore, wurde selbst Holz, wie eine hölzerne Puppe, wie ein Pinocchio lag er auf dem Holzstoß wie tot, bis er nach langer Zeit, vielleicht nach einer halben Stunde, das Wort Holz hervorwirkte. Als sei er angefüllt mit Holz bis über beide Ohren, als stünde ihm das Holz schon bis zum Hals, als habe er den Bauch, den Schlund, die Nase übervoll von Holz, so kotzte er das Wort heraus. Und das brachte ihn zu sich, er rettete ihn, kurz bevor die überwältigende Gegenwart des Holzes selbst seinen Duft ihn zu ersticken drohte. Er rappelte sich auf, rutschte von dem Stapel herunter und wankte wie auf hölzernen Beinen davon. Noch Tage später war er von dem intensiven Geruchserlebnis ganz benommen und brabbelte, wenn die Erinnerung daran zu kräftig in ihm aufstieg, beschwörend »Holz, Holz« vor sich hin. So lernte er sprechen, mit Wörtern, die keinen riechenden Gegenstand bezeichneten, mit abstrakten Begriffen, also vor allem ethischer und moralischer Natur, hatte er die größten Schwierigkeiten. Er konnte sie nicht behalten, verwechselte sie, verwendete sie noch als Erwachsener ungern und oft falsch. Recht, Gewissen, Gott, Freude, Verantwortung, Demut, Dankbarkeit und so weiter. Was damit ausgedrückt sein sollte, war und blieb ihm schleierhaft. Andererseits hätte die gängige Sprache schon bald nicht mehr ausgereicht, all jene Dinge zu bezeichnen, die er als olfaktorische Begriffe in sich versammelt hatte. Bald roch er nicht mehr bloß Holz, sondern Holzsorten. Ahornholz, Eichenholz, Kiefernholz, Ulmenholz, Birnbaumholz, altes, junges, morsches, modriges, moosiges Holz, ja sogar einzelne Holzscheite, Holzsplitter und Holzbrösel, roch sie als so deutlich unterschiedene Gegenstände, wie andere Leute sie nicht mit Augen hätten unterscheiden können. Ähnlich erging es ihm mit anderen Dingen. Dass jenes weiße Getränk, welches Madame Gaillard allmorgendlich ihren Zöglingen verabreichte, durchweg als Milch bezeichnet wurde, wo es doch nach Grenouilles Empfinden jeden Morgen durchaus anders roch und schmeckte, je nachdem, wie warm es war, von welcher Kuh es stammte, was diese Kuh gefressen hatte, wie viel Rahm man ihm belassen hatte und so fort. Das Rauch, das ein von 100 Einzeldüften schillerndes, Minuten, ja sekundenweis sich wandelndes und zu neuer Einheit mischendes Geruchsgebilde wie der Rauch des Feuers nur eben jenen einen Namen Rauch besaß, dass Erde, Landschaft, Luft, die von Schritt zu Schritt und von Atemzug zu Atemzug von anderem Geruch erfüllt und damit von anderer Identität beseelt waren, dennoch nur mit jenen drei plumpen Wörtern bezeichnet sein sollten. All diese grotesken Missverhältnisse zwischen dem Reichtum der geruchlich wahrgenommenen Welt und der Armut der Sprache ließen den Knaben Grenouille am Sinn der Sprache überhaupt zweifeln. Und er bequemte sich zu ihrem Gebrauch nur, wenn es der Umgang mit anderen Menschen unbedingt erforderlich machte. Mit 6 Jahren hatte er seine Umgebung olfaktorisch vollständig erfasst. Es gab im Hause der Madame Gaillard keinen Gegenstand, in der nördlichen Rue de Caron keinen Ort, keinen Menschen, keinen Stein, Baum, Strauch oder Lattenzaun, keinen noch so kleinen Flecken, den er nicht geruchlich kannte, wiedererkannte und in der jeweiligen Einmaligkeit fest im Gedächtnis verwahrte. 10.000, 100.000 spezifische Eigengerüche hatte er gesammelt und hielt sie zu seiner Verfügung. So deutlich, so beliebig, dass er sich nicht nur ihrer erinnerte, wenn er sie wieder roch, sondern dass er sie tatsächlich roch, wenn er sich ihrer wiedererinnerte. Ja, mehr noch, dass er sie sogar in seiner bloßen Fantasie untereinander neu zu kombinieren verstand und dergestalt in sich Gerüche erschuf, die es in der wirklichen Welt gar nicht gab. Es war, als besäße er ein riesiges, selbsterlerntes Vokabular von Gerüchen, das ihn befähigte, eine schier beliebig große Menge neuer Geruchssätze zu bilden. Und dies in einem Alter, da andere Kinder mit den ihnen mühsam eingetrichterten Wörtern die ersten, zur Beschreibung der Welt höchst unzulänglichen konventionellen Sätze stammelten.
Am ehesten war seine Begabung vielleicht der eines musikalischen Wunderkindes vergleichbar, das den Melodien und Harmonien das Alphabet der einzelnen Töne abgelauscht hatte und nun selbst vollkommen neue Melodien und Harmonien komponierte, mit dem Unterschied freiwillig, dass das Alphabet der Gerüche ungleich größer und differenzierter war als das der Töne und mit dem Unterschied ferner, dass sich die schöpferische Tätigkeit des Wunderkindes Grenouille allein in seinem Inneren abspielte und von niemandem wahrgenommen werden konnte, als nur von ihm selbst. Nach außen hin wurde er immer verschlossener. Am liebsten streifte er allein durch den nördlichen Faubourg Saint-Antoine, durch Gemüsegärten, Weinfelder, über Wiesen. Manchmal kehrte er abends nicht nach Hause zurück, blieb tagelang verschollen. Die fällige Züchtigung mit dem Stock ertrug er ohne Schmerzensäußerung. Hausarrest, Essensentzug, Strafarbeit konnten sein Benehmen nicht ändern. Ein 1,5-jähriger sporadischer Besuch der Pfarrschule von Notre-Dame de Bon Secours blieb ohne erkennbare Wirkung. Er lernte ein bisschen buchstabieren und den eigenen Namen schreiben, sonst nichts. Sein Lehrer hielt ihn für schwachsinnig. Madame Gaillard hingegen fiel auf, dass er bestimmte Fähigkeiten und Eigenheiten besaß, die sehr ungewöhnlich, um nicht zu sagen übernatürlich waren. So schien ihm die kindliche Angst vor der Dunkelheit und der Nacht völlig fremd zu sein. Man konnte ihn jederzeit zu einer Besorgung in den Keller schicken, wohin sich die anderen Kinder kaum mit einer Lampe wagten, oder hinaus zum Schuppen, zum Holzholen bei stockfinsterer Nacht. Und nie nahm er ein Licht mit und fand sich doch zurecht und brachte sofort das Verlangte, ohne einen falschen Griff zu tun, ohne zu stolpern oder etwas umzustoßen. Noch merkwürdiger freilich erschien es, dass er, wie Madame Gaillard festgestellt zu haben glaubte, durch Papier, Stoff, Holz, ja sogar durch festgemauerte Wände und geschlossene Türen hindurchzusehen vermochte. Er wusste, wie viel und welche Zöglinge sich im Schlafraum aufhielten, ohne ihn betreten zu haben. Er wusste, dass eine Raupe im Blumenkohl steckte, ehe der Kopf zerteilt war, und einmal, als sie ihr Geld so gut versteckt hatte, dass sie es selbst nicht mehr wiederfand, sie änderte ihre Verstecke, deutete er, ohne eine Sekunde zu suchen, auf eine Stelle hinter dem Kaminbalken, und siehe da, da war es. Sogar in die Zukunft konnte er sehen, indem er nämlich den Besuch einer Person lange vor ihrem Eintreffen ankündigte oder das Nahen eines Gewitters unfehlbar vorauszusagen wusste, ehe noch das kleinste Wölkchen am Himmel stand. Dass er dies alles freilich nicht sah, nicht mit Augen sah, sondern mit seiner immer schärfer und präziser riechenden Nase witterte, die Raupe im Kohl, das Geld hinterm Balken und die Menschen durch Wände hindurch und über eine Entfernung von mehreren Straßenzügen hinweg, darauf wäre Madame Gaillard im Traum nicht gekommen. Auch wenn jener Schlag mit dem Feuerhaken ihren Olfaktorius unbeschädigt gelassen hätte. Sie war davon überzeugt, der Knabe müsse, Schwachsinn hin oder her, das zweite Gesicht besitzen, und da sie wusste, dass Zwiegesichtige Unheil und Tod anziehen, wurde er ihr unheimlich. Noch unheimlicher, geradezu unerträglich war ihr der Gedanke, mit jemandem unter einem Dach zu leben, der die Gabe hatte, sorgfältig verstecktes Geld durch Wände und Balken hindurchzusehen, und als sie diese entsetzliche Fähigkeit Grenouilles entdeckt hatte, trachtete sie danach, ihn loszuwerden, und es traf sich gut, dass etwa um die gleiche Zeit, Grenouille war 8 Jahre alt, das Kloster von Saint-Méry seine jährliche Zahlungen ohne Angabe von Gründen einstellte. Madame mahnte nicht nach, anstandshalber wartete sie noch eine Woche, und als das fällige Geld dann immer noch nicht eingetroffen war, nahm sie den Knaben bei der Hand und ging mit ihm in die Stadt. In der Rue de la Mortelaire, nahe dem Fluss, kannte sie einen Gerber namens Grimal, der notorischen Bedarf an jugendlichen Arbeitskräften hatte. Nicht an ordentlichen Lehrlingen oder Gesellen, sondern an billigen Kulis. Es gab nämlich in dem Gewerbe Arbeiten, das Entfleischen verwesender Tierhäute, das Mischen von giftigen Gerb- und Färbebrühen, das Ausbringen ätzender Lohn, die so lebensgefährlich waren, dass ein verantwortungsbewusster Meister nach Möglichkeit nicht seine gelernten Hilfskräfte dafür verschwendete, sondern arbeitsloses Gesindel, Herumtreiber oder eben herrenlose Kinder, nach denen im Zweifelsfalle niemand mehr fragte. Natürlich wusste Madame Gaillard, dass Grenouille in Grimals Gerberwerkstatt nach menschlichem Ermessen keine Überlebenschance besaß, aber sie war nicht die Frau, sich darüber Gedanken zu machen. Ihre Pflicht hatte sie ja getan. Das Pflegeverhältnis war beendet. Was mit dem Zögling weiterhin geschah, ging sie nichts an. Wenn er durchkam, so war's gut, und wenn er starb, so war's auch gut. Hauptsache, alles ging rechtens zu. Und so ließ sie sich von Monsieur Grimal die Übergabe des Knaben schriftlich bestätigen, quittierte ihrerseits den Erhalt von 15 Francs Provision und machte sich wieder
auf nach Hause in die Rue de Caron. Sie verspürte nicht den geringsten Anflug eines schlechten Gewissens. Im Gegenteil glaubte sie, nicht nur rechtens, sondern auch gerecht gehandelt zu haben, denn der Verbleib eines Kindes, für das niemand zahlte, wäre ja notwendigerweise zu Lasten der anderen Kinder gegangen. Oder sogar zu ihren eigenen Lasten und hätte womöglich die Zukunft der anderen Kinder gefährdet. Oder sogar ihre eigene Zukunft, das heißt ihren eigenen, abgeschirmten, privaten Tod, der das Einzige war, was sie sich im Leben noch wünschte. Da wir Madame Gaillard an dieser Stelle der Geschichte verlassen und ihr auch später nicht mehr wieder begegnen werden, wollen wir in ein paar Sätzen das Ende ihrer Tage schildern. Madame, obwohl als Kind schon innerlich gestorben, wurde zu ihrem Unglück sehr, sehr alt. Anno 1782, mit fast 70 Jahren, gab sie ihr Gewerbe auf, kaufte sich wie vorgehabt in eine Rente ein, saß in ihrem Häuschen und wartete auf den Tod. Der Tod aber kam nicht. Statt seiner kam etwas, womit kein Mensch auf der Welt hätte rechnen können und was es im Lande noch nie gegeben hatte, nämlich eine Revolution. Das heißt eine rasante Umwandlung sämtlicher gesellschaftlicher, moralischer und transzendentaler Verhältnisse. Zunächst hatte diese Revolution keine Auswirkungen auf Madame Gaillards persönliches Schicksal. Dann aber, sie war nun fast 80, hieß es mit einem Mal, ihr Rentengeber habe emigrieren müssen, sei enteignet und sein Besitz an einen Hosenfabrikanten versteigert worden. Es sah eine Weile lang noch so aus, als habe auch dieser Wandel noch keine fatalen Auswirkungen für Madame Gaillard, denn der Hosenfabrikant zahlte weiterhin pünktlich die Rente. Aber dann kam der Tag, da sie ihr Geld nicht mehr in harter Münze, sondern in Form von kleinen bedruckten Papierblättchen erhielt. Und das war der Anfang ihres materiellen Endes. Nach Verlauf von 2 Jahren reichte die Rente nicht einmal mehr aus, das Feuerholz zu bezahlen. Madame sah sich gezwungen, ihr Haus zu verkaufen, zu lächerlich geringem Preis, denn es gab plötzlich außer ihr Tausende von anderen Leuten, die ihr Haus ebenfalls verkaufen mussten. Und wieder bekam sie als Gegenwert nur diese blöden Blättchen und wieder waren sie nach 2 Jahren so gut wie nichts mehr wert. Und im Jahre 1797, sie ging nun auf die 90 zu, hatte sie ihr gesamtes, in mühevoller säkulärer Arbeit zusammengeschartes Vermögen verloren und hauste in einer winzigen möblierten Kammer in der Rue de Coquille. Und nun erst, mit 20-jähriger Verspätung, kam der Tod herbei und kam in Gestalt einer langwierigen Geschwulstkrankheit, die Madame an der Kehle packte und ihr erst den Appetit und dann die Stimme raubte, so dass sie mit keinem Wort Einspruch erheben konnte, als sie ins Hotel Dieu fortgeschafft wurde. Dort brachte man sie in den gleichen, von hunderten todkranken Menschen bevölkerten Saal, in dem schon ihr Mann gestorben war, steckte sie in ein Gemeinschaftsbett zu 5 anderen alten, wildfremden Weibern, körperdicht Leib an Leib lagen sie und ließ sie dort 3 Wochen lang in aller Öffentlichkeit sterben. Dann wurde sie in einen Sack genäht, um 4 Uhr früh nebst 50 anderen Leichen auf einen Transportkarren geworfen und unter dem dünnen Gebimmel eines Glöckchens zum neu begründeten Friedhof von Clamart, 1 Meile vor den Toren der Stadt gefahren und dort in einem Massengrab zur letzten Ruhe gebettet. Unter einer dicken Schicht von ungelöschtem Kalk. Das war im Jahre 1799. Gott sei Dank ahnte Madame nichts von diesem ihr bevorstehenden Schicksal, als sie an jenem Tag des Jahres 1747 nach Hause ging und den Knaben Grenouille und unsere Geschichte verließ. Sie hätte womöglich ihren Glauben an die Gerechtigkeit verloren und damit an den einzigen ihr begreiflichen Sinn des Lebens.